herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des Gipfeltreffens. Und wir müssen uns zuerst natürlich bei Ihnen bedanken, bei den Zuschauern, für die viele Post, die wir erhalten haben, auch für die vielen E-Mails, die Sie uns geschickt haben. Und vor allem das Thema Impfen beschäftigt die Menschen. Wir hatten ja in der letzten Sendung die Frage gestellt, welche Nebenwirkungen soll ein möglicher Impfstoff haben, damit er in der Bevölkerung positiv angenommen wird? Und ich habe da auch noch mal zu Hause drüber nachgedacht. Und mir ist noch eingefallen, eine positive Nebenwirkung wäre natürlich ein Zusatzhoden am rechten Handgelenk. Ja? Denn es gibt ja immer wieder unbelehrbare Faschisten und Faschistinnen, die immer wieder den Arm heben. Ja? Und das wäre sozusagen gut gegen Hitlerfaschismus. Denn wenn da so ein kleines Hodenbeutelchen rauskäme, dann würden sie das bestimmt nicht mehr machen. Ja. Und wir haben auch nach der Sendung noch über das Thema Impfen und Impfpflicht wirklich intensiv weiter debattiert. Und wir sind zu der Entscheidung gekommen, wir sind für die Impfpflicht, aber freiwillig. Also unser Motto ist im Endeffekt, jeder muss sich impfen lassen, wenn einer aber nicht will, dann ist es auch nicht schlimm. Na, dann muss er zur Strafe halt 10 Kniebeuge machen. Mhm. Ja, genau. So hatten wir uns geeinigt. Ja, nun aber zu Ihren neuen und aktuellen Fragen. Das Thema Heimunterricht beschäftigt natürlich nach wie vor die Menschen. Es wurde ja viel home geschoolt. Und ein Zuschauer möchte wissen, ihr habt ja bestimmt auch eigene Erfahrungen jetzt gesammelt beim Heimunterricht. Welche Tipps und Kniffe habt ihr denn bei euren kleinen Rabauken angewendet, die jetzt die Lehrer in den Schulalltag übernehmen könnten oder sollten? Also ich bin der Meinung, man soll alles ein bisschen lockerer sehen im Heimunterricht, dann auch in der Schule später, nicht so pedantisch sein, auch gerade in Mathe. Also wir haben ja eine Tochter, die ist in der ersten Klasse und die hat jetzt gerechnet 3 plus 3 und hat gesagt 9. Und dann habe ich gesagt, komm, passt. Weil, ja, weil ich finde, was hat sie denn für Nachteile? Also ich meine, sie geht Brötchen kaufen und sagt 3 helle, 3 Körnerbrötchen und sie denkt, sie hat 9 Brötchen gekauft und dann ist sie überrascht vom niedrigen Preis. Sie denkt, Mensch, darum finde ich generell ein bisschen locker lassen, auch nicht so, ne? Ja, das klingt gut. Thorsten, wie ist es dir ergangen beim Heimunterricht? Ja, ich bin ein bisschen anders. Also ich versuche meinen Sohn, wenn ich ihn sehe, erstmal wieder behutsam an so Basics wie Duschen ranzuführen. Weil wir im Moment, bin ich wirklich am gucken, wie man ihn davon abhalten kann, mit einem Stock auf einen Monolithen einzudreschen. Und dann sofort Hose an und Schule. Ist jetzt auch wieder soweit. Ich bin, wie gesagt, ich halte nichts davon, dass Kinder in den Unterricht geschickt werden, was aber nicht die Frage ist, sondern was... Also prinzipiell nicht in den Unterricht? Oder jetzt momentan? Generell nicht. Ich halte Schule für überschätzt. Du kannst, nein, schon, also jetzt in Corona Times, das ist ja Unfug da, die... Ich sag's ja immer wieder, die Religionslehren zu fällen wie einen Baum, kann ja passieren, was ja keiner möchte. Und Homeschooling, bei mir ist das halt viel Herzensbildung. Räum dein Zimmer auf oder geh weg halt so. Und so, ich bin aber auch niemand, der gut Wissen vermitteln kann. Wie du aber bestimmt schon gemerkt hast. Jetzt. Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch ein gegenseitiger Gebens- und Nehmensprozess. Also wenn man sich mit den Kindern beschäftigt, dann kommt ja auch was zurück. Also, echt? Also, aber eure Kinder waren beide zu Hause jetzt die ganze Zeit. Die waren nicht in der Schule. Also seit fast drei Monaten sind 3 Kinder zu Hause. Was, willst du mich verarschen? Meine Kinder sind in die Schule gegangen. Ja, seit wann? Die ganze Zeit. Ja, warum sollen sie nicht gehen? Ja, aber sind sie denn reingekommen? Die sind doch gar nicht reingekommen. Ich frage jetzt nicht jeden Tag, was sie gemacht haben, aber ich gehe davon aus, ja, dass die... Also in der Schule waren oder sich ansonsten individuell beschäftigt haben. Okay. Ja. Ihr habt sie morgens rausgeschickt? Mit dem Ranzen? Ja. Der Ranzen, das ist auch ein Wort, das ich etwa 40 Jahre nicht mehr gehört habe. Nicht in Verbindung mit Transportbehältnis für Schulbücher. Ja. Der Ranzen! Ja. Aber wenn ich mit den Kindern Hausaufgaben mache, dann finde ich das natürlich immer interessant, dass man ja auch mit dem Stoff selber wächst. Weil du gerade das mit den Zahlen genannt hast, dieses...
Ich glaube, dass Anabolika der einzige Stoff ist, mit dem man selber wächst. Mhm. Ach so, ja. Ja. Aber physisch. Ich meine jetzt ja das Mentale, das Geistige. Also zum Beispiel erste Klasse, das ist ja kein Problem. So, Mathe oder so, das ist. Aber zweite Klasse, das verdoppelt sich ja dann schon, das Wissen. Ums Dreifache wurde ausgerechnet. Und dann sind ja auch die Aufgaben schwerer. Ne? Also zum Beispiel Mathe war ich immer gut. Was ich nicht so gut konnte, war Addition. Ja. Also wo man dann unterschiedliche Zahlen zusammenrechnet. Mhm. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ja? Und da habe ich mich auch reingefuchst und jetzt kann ich's. Super. Ja? Da freuen wir uns. Ja. Was haltet ihr von dem Vorschlag, die Ferien jetzt zu verkürzen, damit die Schüler Schulstoff nachholen können? Naja, also wenn die Ferien, das heißt, die Schule wird verlängert, ne? Wenn die Ferien verkürzt werden. Wenn die Schule bedeutet, dass sie wie jetzt einmal die Woche in die Schule gehen, dann ist es natürlich Quatsch. Wenn generell die Schule wieder normal ist, finde ich gut, die Ferien zu verkürzen, weil wenn man Ferien hat mit Kindern, dann hat man ja keinen Urlaub. Also Urlaub mit Kindern ist ja ein Paradox in sich. Das ist so wie Holzeisenbahn oder ich gehe laufen. Ich gehe laufen, ja. Was denn jetzt? Oder Weltraumbahnhof. Weltraumbahnhof. Oder was ich gerade denke, scheiße, ich muss pissen. Ist auch ein Paradox. Aber also um es unseren Bildungsbürgern zu erklären, du meinst quasi, wenn ein Goethe-Denkmal durch die Bäume schillert. Richtig. Ja, so, gar nicht mal so schlecht. Also Respekt. Nein, aber wenn man mit den Kindern im Urlaub ist, das ist ja, man lebt einfach mit den Kindern woanders. Ja, und zwar da, wo man sich nicht so gut auskennt und wo sie nicht betreut sind. Das ist also eine Lose-Lose-Situation. Und da hat keiner Lust, dass das verlängert wird. Ja, das stimmt. Das ist ein allgemeines Phänomen, das sagen viele. Also wenn man Kinder hat, bleibt wirklich kaum noch Zeit für Familie. Ja. Gut. Familie ist ein Thema, das ich auch mit der nächsten Frage auseinandersetze. Man möchte von uns. Familie ist ein Thema, das sich auch mit der nächsten Frage auseinandersetzt? Steht so hier. Ach. Nein, ach stimmt, steht gar nicht da. Ich habe eine Scheißschrift, selbst auf dem Computer. Ja. Wir erleben es geht ja momentan ein Riss durch die Gesellschaft. Ja, es werden Corona-Schutzmaßnahmen gelockert, den einen geht das zu langsam, anderen wiederum geht es zu schnell. Die einen sagen, es gibt gar keine Viren, die anderen sagen dieses oder jenes. Wie erlebt ihr das in eurem Umfeld? Also wie beeinflusst ihr das? Führt ihr dann diese Diskussionen bis aufs Blut oder schlichtet ihr eher? Wie ist euer Umgang in diesem Mitglied? Tja, also bei uns, wir sind schon unterschiedlicher Meinung, aber jetzt nicht extrem. Wir haben tatsächlich einen Urlaub gebucht in Südfrankreich, einen Campingurlaub, eine Woche mit den Kindern und haben also ein festes Zelt, was wir nicht aufbauen müssen. Und meine Frau hat jetzt gesagt, sie möchte da nicht hin wegen der Ansteckungsgefahr. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich fahre auch alleine dahin. Und dann sagt sie, nein, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ich nehme auch die Kinder mit. Natürlich habe ich das in dem Wissen gesagt, dass sie sagt, auf gar keinen Fall nimmst du die Kinder mit. Denk doch mal an die Ansteckungsgefahr. Und dann habe ich gesagt, ich nehme die Kinder mit. Und sie hat gesagt, okay. So, und dann habe ich gesagt, was? Bist du wahnsinnig? Ich nehme doch die Kinder nicht mit. Denk doch mal an die Ansteckungsgefahr. Ja. Und so kann man dieses Argument so auch benutzen, wie es gerade passt. Ja. Und so erlebe ich das ja auch. Die Verschwörungsmythologen haben ja die gleichen Argumente wie die anderen Menschen. Es geht immer, denk doch mal nach, wie dumm bist du eigentlich? Guck doch mal die Statistiken an. Ihr lebt doch in einer Parallelwelt. Das sind ja die Argumente, die in beide Richtungen funktionieren. Ja, aber wer lebt nun wirklich in der Parallelwelt? Das ist ja die Entscheidung. Das meine ich doch. Also, wir sitzen im Halbkreis. Also wir können ja schon mal nicht parallel. Ich finde heute wieder alles lustig. Entschuldigen. In der Halbkreiswelt sitzen. Ja. Aber es ist wichtig, dass man diskutiert, glaube ich, auch innerhalb der Familie. Bei mir ist natürlich das große Plus, dass jetzt meine Freundin Carola, also sie weiß ja gar nicht, was ich jetzt beruflich mache. So. Also insofern bin ich ihr nicht Rechenschaft schuldig. Ich muss irgendwie sagen, ich rede darüber, passt dir das nicht? So, also, das hast du ihr nie erzählt, was du beruflich machst?
Nein, ich finde, das geht Sie nichts an. Das ist ja meine, ein gewisses Maß Intimität braucht ja jeder Mensch. Du gehst Freiheit. Einfach auf Arbeit, ich fertig. Gehe, genau. Ja. Anders ist natürlich, ich habe noch eine, ich sag mal, Geliebte, wenn man das so sagen kann, aber das ist jetzt nicht, das ist harmlos. Ist jetzt keine Liebe dabei? Nein, das ist, genau, das ist was rein Erotisches. Und da ist es natürlich so, dass wir dann schon eher in einen Austausch treten, dass wir dann auch über Themen, die ich in der Öffentlichkeit preisgebe, debattieren. Da bin ich aber auch jetzt keine Rechenschaft schuldig oder ich erzähle dann, was sie gerne hören will. Warum auch? Ne? Da wird ja, das bringt ja gar nichts. Ja, genau. Wird der Sex ja auch nicht besser oder so. Also, ja. Und was wolltest du jetzt sagen? Also, das, was ich gesagt habe, das wollte ich, also... Ja. Das ist dir gelungen. Ja. Würde ich, also Respekt. Wie lautet die Frage nochmal? Spielt keine Rolle. Ja. Es ist. Was soll's? So, was will man denn sonst noch wissen von uns? Hallo aus dem Deutschen Bundestag. Ich bin ja hier der jüngste Abgeordnete und deshalb sehen viele Kollegen gegen mich naturgemäß alt aus. Und apropos Alter, ich frage mich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen. Achtung, Anglizismus, Middle-Agern und Best-Agern. Achtung, Anglizismus. Also, ich benutze diese Worte nicht. Mittel, Best. Ich kenne Anti-Ager, das sind die, die ich dagegen sind. Ja, ich kenne Dr. Best. Ja. Aber der wirklich Dr. Best war, ne? Ich habe das mal gelesen, dieser Zahnarzt, der so ein bisschen stoffelig aussah. Also ich bin Dr. Best, ich habe diese Zahnbürste. Der mit den Tomaten. Sofort, wo du sofort denkst, mit den Tomaten. Du musst ja Tomaten erstmal sauber putzen. Ja. Das war, der hieß wirklich Dr. Best und hat wirklich diese Zahnbürste erfunden. Was mit der Frage nichts zu tun hat. Ich bin immer am Überlegen, dass der eine war dieser Typ aus Ghostbusters, der später der Torwächter wird. Nein, es war... Das war Philipp Amthor. Ich erhole mich gerade noch davon. Ja, was ist, also, wie war das Best Ager? Das sind immer wir. Best Ager ist, glaube ich, für die, es ist eine kaufkräftige Gruppe noch nicht vollständig verfallener Leute. Wieso fragt er das? Ich meine, er ist 12 und zieht sich an wie Professor Sielmann. Was ist... Das habe ich auch mal gehört. Ich glaube, sein Spitzname ist, so nach, ich glaube, er ist der älteste 25-Jährige der Welt. Ja. Oder so ähnlich wurde er postuliert. Ist eigentlich ein bisschen arm, dass wir darauf Bezug nehmen müssen. Aber das Problem ist, dass es einem so extrem ins Auge springt, finde ich. Und also, das viel Schlimmere ist, dass sich langsam rauskristallisiert, dass er auch ein Weltbild hat, das bedeutend älter ist als er selber. Und das... Ich habe die Frage auch nicht verstanden. Ja, glaub, wofür ist das für ihn von Belang, verstehst du? Wenn er in unserem Alter ist, werden wir alle lange, lange tot sein. Und ich glaube, es geht um Best und Mittel. Also ist man im besten Alter oder im mittleren Alter? Und das ist ja ein Was Unterschied. Was ist das mittlere Alter? Du weißt ja noch gar nicht, wann du stirbst, ja, verstehst du? Das hätte auch 20 sein können, wenn ich mit 40 im Bus überfährt. Aber das mittlere überfährt. Alter, wir sind jetzt im mittleren Alter. Wir sind in der Mitte, wir haben die Hälfte hinter uns, die Hälfte vor uns. Wir stehen zwischen der strahlenden Jugend und... der Finsternis des Alters, da sind wir jetzt. Und wenn man aber, das müssen aber nicht unsere besten Jahre sein. Bei einem Profisportler zum Beispiel sind die besten Jahre ja vorne. Bei einer chinesischen Turnerin, die ist mit 15, hat die besten Jahre hinter sich, von der Leistung her. Bei uns gibt es die Schnittmenge, wir sind jetzt im mittleren und im besten Alter. Während ich hier gerade so sitze, habe ich das Gefühl, das war bei mir schon. Das ist die spannende Frage. Wann ist das, ja, das beste Alter? Also ich glaube, man... Immer die Frage, für was auch, muss man sagen. Ja. Ja. Zum Beispiel für eine vernünftige Diskussion, das geht ja eher mit Menschen unseres Alters. Ich meine, Menschen unter 30 kann man ja eigentlich nicht für voll nehmen. Wir sind ja, sag ich mal, im Endeffekt von vernunftbefreite, affektierte, wilde Tiere. Ja, wir sprechen also, Sperma quasi ja, eigentlich. Triebgesteuert, ja. Ja, richtig. Und das ist ja erst dann ab 40, sage ich mal, dass man sich normal kommunikativ verhalten kann. Aber im Endeffekt ist ja das ganze Leben eigentlich immer irgendwie ungünstig. Man kommt auf die Welt, so, kleines Baby, hast du keine Ahnung, dann gehst du in die Schule, musst früh aufstehen, alles Mist, dann irgendwie wirst du groß, keine Freundin, dann musst du einen Beruf lernen, dann hast du irgendwie kein Geld, dann, ja, dann kriegst du selber Kinder, also auch wieder doof irgendwie, und dann
mit 40, dann ist es mal schön kurz und mit 50 bist du ja schon wieder der Risikopatient. Also, das gibt, glaube ich, nur 5 Minuten im Leben, wo es mal wirklich entspannt und lässig ist. Aber die muss man eben finden. Wenn es hochkommt. Und die waren immer schon. Ja. Aber was soll man zusammenfassen, kann man sagen, dass es irrelevant ist. Du bist immer so alt, wie du alt bist und nicht so alt, wie du dich fühlst. Trotzdem gibt es keinen Grund, als 17-Jähriger einen Tweed-Sakko mit Flicken auf dem Ellenbogen zu tragen. Außer du bist Nick Knatterton. Schreib dir das hinter die Ohren. Philipp. Mein Name ist Lisa Feller. Ich bin Komikerin und 43 Jahre alt. Und ich habe heute richtig krass was geschafft. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe nicht die Steuererklärung gemacht. Ich habe nicht die Wohnung aufgeräumt. Aber ich möchte gleich unbedingt noch ein bisschen prokrastinieren. Und da frage ich mich, ob ich das vielleicht auch morgen machen kann. Ich würde die Frage, wenn es geht, gerne morgen beantworten. Ja. Hi, mein Name ist Achim Bubert. Ich komme aus Kleinrönnau, 57 Jahre alt, schieße gerne mit meinem Luftgewehr auf Playmobil-Figuren. Meine Frage, ist das moralisch einwandfrei oder um welche Uhrzeiten darf ich schießen? Was? Wer war der Typ? Was will er? Er schießt gerne mit dem Luftgewehr auf Playmobil-Figuren und er fragt, ob das moralisch einwandfrei ist und um welche Uhrzeit er schießen darf. So habe ich es jetzt verstanden. Also ich finde, auf Playmobil-Männchen kann man schießen. Er soll nicht auf Lego-Männchen schießen. Lego-Männchen können die Beine einzeln bewegen. Lego-Männchen können die Beine einzeln bewegen, stimmt. Und darum war ich immer ein Lego-Männchen-Freund. Lego-Männchen sind den Playmobil-Männchen auch überlegen. Aber ist das nicht diskriminierend? Auf die einen darf man schießen? Was hat das Lego-Männchen, was das Playmobil-Männchen? Habe ich doch gerade gesagt, die können die Beine einzeln bewegen. Ach, und deshalb ist es wertvoll? Das gar nicht zu, oder was? Ja, aber du kannst ja nicht, das sind doch... Das ist doch was, eine ganz andere Nummer. Die können auch ihre Arme drehen. Also ich empfehle einfach mal statt Playmobil-Männchen zu nehmen, denn was natürlich unterm Strich bleibt, ich wieder als politisch korrekter Übermoralist, ist ja tatsächlich, dass du ein Gewehr nimmst, um etwas Menschenförmiges anzulegen. Ich empfehle mal den Nutzen eines Luftgewehrs im Haus zu hinterfragen, indem man mal systematisch auf den eigenen nackten Füße schießt. Wenn man aber dann er schießt ja nicht im Haus. Bitte? Er schießt doch nicht im Haus. Das ist egal. Also, wenn du im Haus bist, sind deine Füße oft auch drin. Und dann kannst du auch drauf schießen. Aber die Playmobil-Männchen sind nicht im Haus. Die Playmobil-Männchen sind 100 pro im Haus. Ich finde das einen ganz gefährlichen Ansatz, jetzt zu unterscheiden zwischen Mehrwert oder weniger Wert des Lego-Männchen. Ich finde entscheidend, dass innerhalb der Playmobil Assimilationsgruppe unterschieden werden muss. Also er darf nicht nur auf Playmobil-Männchen schießen, sondern er muss dann gerechterweise auch auf die Frauen schießen. Und auch auf die Diversen. Und wichtig finde ich vor allem, dass keine Tiere verletzt werden dabei. Also keine Playmobil-Tiere. Ja. Ich bin ganz bei dir. Hattet ihr früher als Spielzeug auch dieses Duplo? Das ist ja wohl, das gibt's doch auf dem ganzen... Kennt ihr das Duplo? Das war für Grobmotoriker Lego. Dieses Lego für... Ja, richtig, für Lego für den Hulk. Wenn du nur so eine große, solche Steine... Wieso heißen die genauso wie die wirklich nicht unleckeren Keksriegel? Hast du das mal verwechselt? Ja, ich habe meiner Mutter gesagt, bringst mir Duplo mit. Das ist ein riesiger Setzkasten. Ich wollte nur was essen. Besser als andersrum. Aber wie kann das sein? Da das hat Bein jemand... heißt immer noch Duplo, oder? Ja. Hat jemand nicht aufgepasst beim Patentamt? Ich hatte früher als Kind immer Fischertechnik, kennst du das? Klar. So hyperkomplexer Metallschrott, wo du damit viel, da konntest du alles rausbauen. Ja. Katalytischen Konverter, wo mit viel Fantasie so ein ihr Westkinder hattet ja alles. Wir hatten Fischer und ich habe mit Eicheln gespielt, mit Lehm. Das habe ich gemacht, wenn keiner dabei war. Aber Fischer. Du hast Technik. Mit Eicheln auf was geschossen? Ich musste mit Naturmaterial spielen. Das haben wir verstanden, das ist widerlich. Fischertechnik. Naja, aber andererseits, okay, klar, verstehe ich. Können wir weitermachen? Also damals hatten wir diesen Überfluss zum einen und zum anderen meine ich aber den Überfluss an Spielzeug im Westen. Wir müssen dem jungen Mann klar machen, dass er oder dass er nicht mit dem Luftgewehr schießen darf. Ich finde, er darf mit dem Luftgewehr schießen. Es ist auch egal, welche Uhrzeit, entscheidend ist das Kaliber. Also mit der Kalaschnik, ich sag mal, mit einer 20-Zoll-Haubitze wird's eng. Ja. Das macht ja auch einen Krater und ich könnte mir vorstellen, dass das andere im Haus stört. Ja. Hallo, hier ist Roberto. Ich wundere mich oft über deutsche Sprichwörter
und reden Wendungen. Wer denkt sich sowas aus? Warum nennt man einen Fehlwurf beim Kegel einen Pudel? Warum nennt man einen Fehlwurf beim Kegeln einen Pudel? Nun. Ich denke, man hat ganz früher hat jemand Kegel aufgestellt und dann dachte man, wie kriegen wir die? Und dann hat man einen Pudel genommen. Ein Pudel? Was sagst du? Oder da angefasst? Nun. Lass mich kurz ausreden. Und der Pudel ist immer rechts oder links in die Rinne gerannt. Okay, entschuldige, dass wir dich nicht haben ausreden lassen. Das hat alles geändert jetzt. Und irgendwann hat man gesagt, das bringt nichts, das macht, das fetzt nicht. Das fetzt? Und wir nehmen was so ähnlich klingt wie ein Pudel, eine Kugel. Also Herr Blanco, vielen Dank für die Einsendung der Frage. Aber Sie prallen damit auf Antimaterie hier, fürchte ich. Wenn man sich das mal genau überlegt, muss man ja feststellen, dass eigentlich alles irgendwie heißt. Das stimmt, ja. Aber selten trifft es so klar wie zum Beispiel Brot. Ich finde ein Wort, weißt du, da ist ein Brot, eine Silbe auch nur Brot. Da musst du gar nicht lange in Klausur gehen, da weißt du, es geht um Brot einfach. Und ich würde auch anders Brot essen, wenn das völlig anders heißen würde. Wenn die jetzt sagen würden, hier kommen Nebukadnezar Schmidt. Für so ein Brot. Ich glaube, ich würde nicht dran gehen. Aber Brot, ich verrenne mich. Ich merke das. Aber ich finde es eins oder Tür. Weißt du, das sind so die Worte, wo du sagst, da machst du nichts mehr weg von dem Wort. Das ist genau richtig. Es ist natürlich richtig. Natürlich ist es wieder enthalten und das macht einen fertig. Es ist aber wiederum viel einfacher, etwas zu haben und es zu benennen. Mir geht es ja oft so, dass ich eine Benennung habe, aber mir fehlt der Gegenstand, zum Beispiel Gnilb. Ich rätsel bis heute, was das sein könnte. Gnilb, ja. Ja, Gnilp. La 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 la. Okay, das kann man jetzt echt bis zur Unendlichkeit spielen. Die Frage ist aber, wann endet die Unendlichkeit? Mittwoch 14 Uhr, meines Wissens. Ja? Der Punkt ist, dass wenn man sich erstmal drin befindet, interessiert es einen nicht mehr so, glaube ich. Im Endmodus? Auch im Mittwoch selber. Nee, im Endmodus. Ich glaube, sobald man die Unendlichkeit in irgendeiner Art und Weise touchiert, betritt oder erspürt, wird automatisch irrelevant, wie lange sie dauert. Wie beim Tatort, nur halt genau andersrum. Also bei der Unendlichkeit, ich würde dir den Urknall fragen. Der hat doch wahrscheinlich gesagt, so, jetzt lass ich's mal krachen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und vielleicht gibt's auch ein Pendant, also den Endknall. Ich habe mal gehört, dass der Urknall ja gar nicht so laut gewesen sein soll. Ja. Man denkt ja, das hat viel gescheppert in der Bude. Aber letzte Erhebung. Wir gehen davon aus, dass der Urknall relativ leise war, dafür aber sehr lang, dass es ein langer Knall war, also so rung, so ganz langer, ein Zischknall. Wen willst du fragen? Ne? Ja. Ja, ist keiner mehr da von den Leuten, die sterben dir weg, wie die Fliegen. War wohl gar keiner da beim Urknall, habe ich gelesen. Weiß man alles nicht, kann Bill Gates vielleicht, aber ansonsten... Glaube ich nicht. Und die Unendlichkeit ist mir die Frage, wahrscheinlich endet sie. Weil der Mensch dazu neigt, sich immer alles in kleine Häppchen und Portionen einzuteilen. Mit teuren Uhren und Kalendern und Feiertagen und Atemzügen. Ich glaube, dass die Unendlichkeit wahrscheinlich auch einfach dann endet und hat wieder keiner gemerkt. Läuft einfach aus. Also wird
wird nicht notiert, könnte ich mir vorstellen. Dass man sagt, jetzt ist die Unendlichkeit vorbei und macht einfach weiter. Das meinst ja du. Vielleicht braucht die Unendlichkeit in aller Reihe Epicness auch einfach so einen Batteriewechsel zwischendurch mal. Sonst geht's einfach nicht weiter. Und dann musst du ewig rumlaufen für so zwei kleine Knopfzellen, die genau nicht passen. Das wäre geil, aber ich glaube nicht. Das ist schon eher eine philosophische Frage, glaube ich. Ja, schlimm philosophisch tatsächlich sogar, weil man ja selber da auch nicht so firm ist. Wo kommt das eigentlich ja nicht so firm? Ich muss auch sagen, ich traue euch beiden nicht zu, dass ihr diese Frage lösen könnt. Ich muss dir allerdings sagen, dass wir seit Quellen langer Zeit bereits versuchen, diese Frage vernünftig zu beantworten. Ja, aber ich glaube, das sagt viel über die Unendlichkeit aus. Das stimmt. Sie hatte gefragt, wie lang ist die Unendlichkeit? Ja. Wann endet sie? Hat sie gefragt. Das wäre ja wichtig. Die Frage wahnsinnig lange her, das wissen wir jetzt nicht mehr so genau. Wenn man jetzt sagen könnte, die Unendlichkeit ist 12 Meter in Lichtjahren jetzt umgerechnet, oder halt ist sie nun so eher was Gedachtes? Ne? Die Unendlichkeit selber ist, glaube ich, ein gedankliches Konzept. Keine andere Frage, bitte. Eine Frage möchte man von uns beantwortet wissen. Hier ist sie, genau. Jemand schrieb, Deutschland hat ja im Ausland einen guten Ruf. Immer wieder heißt es, ja, die Deutschen haben das toll gemacht, so wenig Corona-Opfer. Oder beim Klimaschutz sind sie Vorreiter. Und Deutschland will Vorbild sein und versucht deshalb auch, andere Länder zu überzeugen. Wäre es nicht besser oder einfacher, dann in diese anderen Länder direkt einzudeutschen? Wenn sie wollen, die anderen Länder. Ich würde bei Österreich anfangen. Mhm. Warum gerade Österreich? Weil sie sich traditionell nicht groß wehren. Und dann gucken, wer sich noch anbietet. Aber bei Österreich, ich würde kurz Bescheid sagen. Verstehst du? Kurz Bescheid sagen. Die Niederlande, ich glaube, die merken es nicht. Ich würde einfach den Grenzposten mitten in den Innenbereich verschieben, bis an die Strandkante, die merken das gar nicht. Die merken das erst bei Massenverhaftungen, weil sie einen Joint in der Fresse haben. Aber das ist richtig, die Art und Weise. Denn ich sag mal so, einmarschieren, das ist ja irgendwie negativ bewertet. Aber man kann es ja auch nett machen. So, ja. Das meinst du? Also rüberziehen quasi. Ja. Ich liebe die Niederlande, ich finde das ja toll. Das ist so das Mallorca des kleinen Mannes. Wunderschönes, entspanntes, gechilltes Land. Wir sollten so sein wie die Niederländer, finde ich. Aber sind wir halt nicht. Aber es geht ja gerade darum, er meint ja, dass mehr Länder sich verhalten sollen wie die Deutschen. Da ist das ein bisschen kontraproduktiv. Wo sehen die meisten Länder gar nicht ein? Also, ich kann es auch gut verstehen, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre dafür, Lettland einzudeutschen, denn ich habe in Lettland Vorfahren. Also, ich habe selber lethargische Wurzeln, wenn man es so will. Und ich kann von meinem Großvater mütterlicherseits oder von meinem Großvater Vater mit, also ist egal. Er sprach auch selbst noch Letta. Also das alte letale lettländische lettländisch. Bin gespannt, wann du alles durch hast. Das ist wirklich lustig. Er sprach noch Letta. Der schmierige Typ. Also musst du auch an die Butter denken, oder? Ja, nee, ich hätte ihm das aufs Brot geschmiert. Ich verstehe den Akzent nicht. Brot ist auch ein schönes Wort. Ja. Habt ihr das schon mal? Oder Tür. Brot. Ich sag das und sofort erfasst mich so ein innerer Frieden. Brot. Warst du fertig? Sie das alle auch zu Hause? Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Innerer Frieden. Also Österreich und Holland sollten sich warm anziehen. Ansonsten, denke ich, entlassen wir die Zuschauer in einen friedlichen Abend. Bis zum nächsten Gipfeltreffen. Vielen Dank an Johann König und Thorsten Sträter.